So, und da sind wir dabei, Yu-Gi-Oh! Legacy auf der Duelist, und jetzt machen wir Suche nach Schatten Teil 1. Was auch immer das soll. Ja. Geschichte-Deck. Reizer der Sturm-Monarch. Benutzt denn überhaupt noch einer? Außerdem hört sich dein Name nach einem komischen Digimon an. Ich würde mir vorstellen, dass dieses Digimon einfach nur ein Spiegel ist oder so. Oh nein. Die Karte kenne ich noch. So. Ach, der kann gar nicht von Spiegelkraft zerstört werden. Ja, das ist cool. Wow. Kann ich hier auch irgendeine Karte, dass ich mehrere Karten hier hinlegen kann, machen? Weil der wird sowieso eine neue Karte da holen. Das ist das Problem. Bringt mir dann halt einfach nichts. Was habe ich überhaupt hier alles? Natürlich nur Heidracher und Heidracher Weiß. So, der kommt eh wieder. Sag ich ja. Weil... ja. Also ich könnte mir den Heidrachen holen. Nicht. Kannst mal aufhören damit. Das ist ja wirklich wie so ein Deck von einem Dreijährigen. Ich will eine neue Karte haben. Ich will noch eine neue Karte haben. Schäm dich. Du kennst mich mal, Junge. So spielen wir hier jetzt aber nicht. Der kann zwar richtig stark werden, aber ich will ihn jetzt erstmal nicht. Ich hätte ihn wirklich nehmen sollen. Thank you.
Okay. Wenn er angreift, hat er 0. Oh nein. Greif halt nicht an. Was soll das denn? Dein Ernst? Der will das hier auch gar nicht angreifen. Deswegen greife ich den damit an. Das muss dumm sein, wenn man davon besiegt wird. Ach komm schon. Da sage ich nicht nein. Ich hätte gerne den hier und den hier wieder. Also zerstören könnte ich schon. Aber ich habe jetzt eh gerade kein Exis-Monster, also von daher muss es mich nicht stören. Wenn er das gleich wieder einsetzt, Nexus Monster, ist es sein Problem, nicht meins. Ich setze keins ein. Ist natürlich blöd, wenn ich jetzt gleich eins einsetzen muss. Oh, da haben wir den ja gleich mal wieder. Könnt jetzt eins einsetzen. Frage ist, muss ich eins einsetzen? Im Moment nicht. So, und jetzt machen wir uns ganz einfach. Mich verarschen. Okay, beenden wir das. Ich wusste nicht, worauf der jetzt hinaus wollte. Auf jeden Fall nichts gemacht. Suche nach Schatten Teil 2. Sieht so aus, als könnte ich wieder Galaxieaugen benutzen. Kräftiger Schläger. Diese ganzen Namen von den Leuten, das sieht halt einfach aus, als hätte einfach irgendjemand was in auf seinem Keyboard getippt und dann sich so gedacht, ja, das ist ein guter Name. Er könnt ihr mal aufhören damit. Gerade jetzt hätte ich das schon gerne. So. Das weg. Dann machen wir Photonzuflucht.
So. Was zum Fick bist du? Warum solltest du dir diese... Ja, muss ich nicht verstehen, ne? Was haben wir denn hier alles noch? Okay. Ja, wir wollen wahrscheinlich eh nur... Neo-Galaxie-Augen von Tondrache haben! Weil dann alle Effekte hier eh weg sind. Das stört das hier gar nicht mal. Oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Er ist doch Drache. Dem kann ich den angreifen. Welchen Effekt? Okay. Bringt jetzt nichts. Nee. Ist jetzt wieder so ein Duell, wo ich einfach nur genauso gut die normalen Monster benutzen kann. Und das wäre lächerlich. Ist ja noch lächerlicher jetzt, wenn ich hier verräterische Schwerter habe. Kannst mir ja gar nichts mehr tun jetzt. Habe ich gerade gewonnen? Nein, habe ich nicht, weil der braucht ein Drachenmonster. Willst du mich verarschen? Galaxieritter, bitte. Die kann man nämlich... Ach ja, ich kann den noch nicht beschwören, weil ich schon eine normale Beschwörung gemacht habe. So, jetzt hast du doch bestimmt irgendwas, was mich aufhält. Nicht. Was ist das denn für Noob gewesen? Neue Booster Packs. Wieso kriege ich hier jetzt die ganzen Booster Packs aus? Okay. Muss ich nicht verstehen, oder? Aber das wird uns übelst weiterhelfen. Suchen nach Schattenteil 3. Machen wir auch noch. Ja, dann heißt es, gleich müssen wir richtig viel Karten kaufen. Aber auf jeden Fall holen wir uns die. Dann haben wir nämlich Kennelmonster. Warum auch immer die uns die jetzt random gegeben haben. Ah, die werden so übelst weiterhelfen. Vor allem, wenn wir Pendelmonster haben, wo wir halt Pendelbeschwörungen mit richtig starken dahin kriegen. Dann können wir die ganzen normalen Monster austauschen. Okay.
Drei-Monster Stufe 5, Drei-Monster Stufe 5. Also, ich könnte jetzt erstmal Utopia machen, dann könnte ich hiermit. Hiermit könnte ich mir dann Utopia-Strahl Sieg holen. Das machen wir. Ich könnte das jetzt so hoch machen, wie ich will, aber mache ich nicht. Utopia. Damit zerstöre ich mir ein Monster, ist das blöde. So. Holen wir mal Sieg, weil wir 5 vorher geholt haben. Oder V, ich weiß es nicht. Hört sich schlecht an, wenn man auf Deutsch Sieg sagt, aus gewissen Gründen. So. Das bringt mir nur nichts. Null. Leider keine Battle Phase. Und ich kann den Effekt auch nicht aktivieren. So. Damit kann ich es wiederholen. Ach komm, er muss doch nicht sein. Den halt noch mal an, auch wenn das jetzt zerstört wird. Immer noch besser als nichts. Und in der nächsten Runde ist er weg, wenn er nichts legt. Aber er legt was, ein Empfänger. Okay. Zweihundert ist das. Dann am Ende wäre immer noch nicht genügend. Okay. Setze ich hier eine Verteidigung hin. Zerstört das einfach. Was für einen Effekt mache ich da immer? Achso, der kann keine Zauber- oder Fallenkarten aktivieren. Hat er ja eh nicht hier.
Ja, nochmal Utopia dazu holen wäre auch nicht schlecht, ne? Vor allem, weil ich dadurch ja dann jetzt nochmal Utopia-Strahl-Sieg theoretisch holen könnte. Oder Utopia-Strahl-Fünf. Utopia-Strahl-Sieg. Also mit dem Deck kann ich schon viel besser. So. Und dem an. Natürlich, dass das zerstören kann, aber den Effekt nicht. Und du bist besiegt. Easy. Ja, und das machen wir erst in der nächsten Folge. Jetzt holen wir uns erstmal ganz schön viele neue Karten, weil wir jetzt auch hier alles haben. Und das wird uns so viel einfach nur bringen. Junge, das geht ja dann richtig ab. Was haben die vor allem für komische Namen? Der Typ heißt einfach Pendel. Was soll das denn? So, ich weiß nicht, ob ich hier dann jetzt noch weiterholen soll. Na, holen wir erstmal von denen drei Stück. Dann können wir von den anderen auch noch drei Stück holen. Künstlerkumpel. Sowas von. So. Ach so. Bringt mir also nichts, da brauche ich Clifford-Zeugs für. Und du? Okay. Buntäugiger Absolutdrache. Ja, klar. Das könnte ganz schön krass sein in den alten. Da kannst du einfach. Also wenn du den benutzt, kannst du jedes Monster, jedes Gegners von den ganzen Stories zerstören. What the fuck? Schrottfaust. Warum ist hier Schrottfaust? Garadera Fischer 3. Weil zwei Stück ja noch nicht gereicht haben. Obe Roboter. Brillante Fusion. Ja, Roboter sind sehr extrem. Da habe ich erst letztens was gehört von dem Kumpel. Der die auch benutzt. Und der haut damit scheinbar richtig gut rein. Obwohl ich ja jetzt eine gewisse Karte hätte, die dagegen jetzt auch ankommen könnte. Theoretisch. Das muss natürlich erstmal alles getestet werden. Gucken wir uns noch an. Aber vielleicht Elementalkern. Warum hier? Jetzt.
Infernoid-Tier. Was sind das denn für Karten? Der Netzlöter. Hey, den hatte ich mal in der Zufalls-Duellrunde. Schwarzflügel. Und die Zierechse. Ich hätte gern eine normale Pendelmonsterkarte. Hitze des Feuerkönigs. Weil mit den normalen Pendelmonsterkarten kann ich halt auch noch tatsächlich was anfangen. Bringt mir wieder nichts, ne? Ja. Bringt mir halt nur auch nichts. Gib mir was Tolles. Vom Yatagarasu, das darf ich gar nicht mal einsetzen, glaube ich, ne? Ja, glaub schon. Hier nur gute Karten kriegen, bitte. Angriff Schwarzflügel. Stahlkavallerie von Dinon. Die hatte ich tatsächlich mal in einem Zufallsduell. Oder habe ich dagegen gekämpft? Ich weiß es nicht. Der Beroboter 9. Das soll der beste Beroboter sein, glaube ich. Ja, weil du mit Pendelbeschwörung einfach alles voll mit Beroboter machen kannst und der wird dann so stark wie alle Beroboter auf dem Feld und deswegen ist der dann richtig imba. Primitiver Schmetterling. Super Quantal Mechkönig Großer Magnus. Drei Monster der Stufe 12. Ja klar. Weil den kriegst du bestimmt. Alter. Okay, wir holen uns nochmal von euch. Naja. Ninkenhund. Naja. Ich würde nämlich halt gerne meine ganzen normalen Monster durch Pendelmonster ersetzen. Falls das geht. Insektohornisse, beste Insektorkarte. Hoffentlich ist die hier noch nicht auf 1. Aber ich glaube, die ist schon auf 1. Schade. Weil die zerstört einfach alles. Du kannst einfach ausrüsten, dann zerstörst die Karte, holst neu mit 1000 Füßer. Bester Insektor. Jetzt von dir das geholt. Komm schon. Gisch, gisch, Lund, ey. Wegwerf, Zauberstab. Ja, kannst du wegwerfen, ne? Säuregolem der Zerstörung. Habt ihr hier auch was Brauchbares? Nein, Pinguin! Die Legende ist wahr! Es ist Nein, Pinguin. Und hier ein Schädelfisch. Hey, die hatte ich ja auch letztens. Das
regnet Fische. Aber nein, Pinguin. Bester Pinguin der Welt, Junge. Bester Pinguin. Pinguin-Decks könnte ich mir eigentlich auch mal wieder machen. Die gehen halt auch ab. Vor allem mit Totally Awesome. Wenn ich den hier kriege. Gibt es den hier drin? Wahrscheinlich. Ich gehe hier vermutlich nochmal durch alle durch und dann gehe ich unten nochmal hin und hole mir da ganz viel. Overdrive, einfach zweimal. Die habe ich tatsächlich in Französisch, die Karte. Heißt die, glaube ich, auch Overdrive. Bin mir da aber nicht sicher. Weiß nur, ich konnte nicht unten dort lesen. Können wir ja mal nachgucken, ob die Overdrive heißt. Na, könnt ihr selber machen. Starf Earth Drache. Mal wieder. Den wir schon haben. Pinguinritter. Das hier scheint wirklich ganz gut zu sein, wenn wir hier Pinguin-Decks machen wollen. Ich habe ein Pinguin-Deck. Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal in einer Folge eingesetzt. Mit einem Pinguin. Yamata-Drache. Hey, den hatte ich letztens erst gesehen. Auch ein X-Saber. Hier, zum Beispiel den. Mir einfach so viel wie möglich von denen. Ich will da jetzt was Krasses haben. Nicht Künstlerkumpel-Zeugs. Obwohl. Also von der Stufe her gefällt es mir ja schon. Der Effekt, da kann ich leider nichts mit anfangen. Warum sollte ich das tun? Wie bescheuert sieht der bitte aus? Gib mir was Gutes. Chimera-Tech Amoklauf Drache. Ja, und ich meinte, gegen die Büroboter, da gibt es einen neuen Chimera-Tech-Drachen, der so übelst imbar ist, wenn du einfach nur einen Cyber-Drachen in deinem Friedhof liegen hast. Kannst du den erstmal verbannen und dann alle deine Monster, die du jetzt auf deinem Extra-Deck hast, nehmen. Sind im Grunde 15, also eigentlich wirst du da 14 kriegen, weil du den einen holst. Und dann hast du da einen Chimera-Tech, was weiß ich, Drachen mit, ja, über 10.000 ATK. Glaube ich. Und der kann direkt one-hitten. Und die Taktik, die ich dann hätte gegen Büroboter, wir holen uns jetzt erstmal einen Cyber-Drachen. Den setzen wir dann dahin. Dann holen wir uns, wenn die ganze Seite mit Bürobotern voll ist, holen wir uns einfach einen Chimera-Tech Festungsdrachen, haben dann im Grunde die ganzen Büroboter alles weg. Dann kannst du nochmal den Cyberdrachen aus dem Friedhof nehmen und dann alles nochmal dazu tun und dann One-Hit weg. Ja, easy, ne? So kannst du Büroboter besiegen. Da muss natürlich gegeben sein, dass dein Gegner natürlich keine Zauber- oder Fallenkarten da benutzen kann und. Ja, das kann gut sein, dass du das nicht so leicht hinkriegst. Aber theoretisch dürfte das wohl möglich sein. Gib mir mal was Tolles. Das ist gut. Also das kommt ins Deck.
Der kommt auf jeden Fall ins Deck. Dragoner aus Draconia. Merken wir uns. Ritualmonster. Sternstaubkrieger. Okay. Komm, gib mir noch mal ein Pendelmonster. Ich will noch ein Pendelmonster haben, das ich auch benutzen kann. Bitte. Das sieht nicht aus wie etwas, was ich benutzen kann. Du hattest bessere Sachen für mich. Zweifeln, das wird sie immer. Ich zweifle. Der kommt, glaube ich, auch rein. Eigentlich ist der Effekt nicht schlecht. Kann ich einfach dem die ganze Zeit dort wegmachen. Das sieht ganz gut aus, als könnte ich mir ein Shirazoik-Deck machen. Aber da brauche ich erstmal Paläozoisch-Karten. Gib mir noch eine gute Karte. Jetzt eigentlich nicht so viel, aber das hätte halt 8, ne? Das hat auch 8. Die sind halt alle nicht so stark. Ich mach noch ein letztes Mal. Okay. Das kann ganz schön OP sein, glaube ich. Wenn du einfach alle Spezialbeschwörungen vom Extra-Deck wegmachst. Das ist auch noch ein Empfänger. Okay. Das kommt, glaube ich, rein. Obwohl, das ist auch nur 5, ne? Ja, und der Pendeleffekt ist jetzt auch nicht so toll. Ungeheuerauriger Pendeldrache. Okay. Naja, ich würde erstmal sagen, das wäre es für diese Folge. Und in der nächsten Folge machen wir dann Barian-Rache.
Ciao.